Ich habe mir das neue Kubuntu runtergeladen und da finde ich ein tolles Tool drauf. Das ist das KDE Connect. Damit kann man eine Android-Telefon mit dem Desktop-Rechner verbinden. Das sind verschiedene Sachen zum Auswählen. Ich probiere jetzt mal Folgendes, und zwar will ich einen Podcast mir auf dem Handy anhören und mir dazugehörige Webseite auf Desktop anzeigen lassen. Dazu mache ich mal hier mal wieder irgendeine Standardseite, am besten so eine Google-Seite. Jetzt gehe ich mal auf Handy, da habe ich mir bereits diese App installiert, die kostet nichts. Und wir gehen heute auf die Freakshow. So, da steht viel, viel Text, ganz viel Text. Und es ist ein bisschen mühsam, da zu lesen. Da gehe ich jetzt da unten auf den Knopf und sage Webseite Link teilen. Es geht da ein Menü auf und da geht man dann ziemlich runter bis zu diesem Knopf, dieser Button. Drücke ich drauf. Jetzt sagt er mich, wohin er das verbinden soll. Da sage ich mit der Kubuntu-Kiste natürlich. Das ist der neue, das ist der Rechnername. Jetzt schalten wir mal da hoch. Zack, hat er schon gemacht, hat die Webseite geöffnet. Super Teil. Ich kann auch Bilder teilen. So, und verschiedene Sachen vom Telefon. Kann er auch, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. So, jetzt machen wir mal Ende hier.